Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ich lese mal hier gerade meine ganze Post, die ich so habe. Und sehe hier, dass das magische Gespür sich geändert hat. Also es ist jetzt nicht mehr auf den Gegenständen drauf, was ich ganz gut finde. Erfolgen kann magisches Gespür für den gesamten Account erhöhen und das Verwenden der Essenz des Glücks, die durch Wiederherverwerten von Gegenständen der Seltenheit edel gewonnen werden kann. Weitere Informationen. Okay, falls ihr ausrüstet, die vorher eine Wertkombination mit magischem Gespür hatte, müsst ihr auf sie doppelklicken, um die Wertkombination dauerhaft auf eine andere Wertkombination eurer Wahl zu ändern. Aha. Wertkombination, wo das mal entfernt. Account gebunden. Okay. Ja. Ne, ach, komm. Das. So, das heißt, kann ich das dann? Ja, was macht das? 500 Glück dazu. Ist das dann auf meinem hier? Lebenspunkt, Vitalität, Zähigkeit, magisches Gespür, aha. Okay. Also das ist eigentlich ganz gut, weil das ist dann halt wirklich ein, ja, im Prinzip ein allgemeines Attribut. Vorher musste man halt immer irgendwie. Ja, Gegenstände, halt Rüstungen und so weiter mit magischem Gespür anhaben, um eventuell besseren Loot zu bekommen. Was halt in Instanzen totaler Humbug war. Also da musstest du im Prinzip Das hier ist Kriegsgebiet. ja, Die Zentauren greifen die Items mit magischem Nebota-Rasse Gespür ständig von haben. Westen und Norden her an. Die Seraphen haben kaum Truppen und nur minimale Unterstützung durch Götterfels. Ja, Sie können ist jede gut. Hilfe brauchen, um diese stürmischen Zeiten zu überstehen. Eigentlich wollte ich dich doch gar nicht anquatschen. Ich wollte doch hier eigentlich darüber philosophieren, was es mit diesem magischen Gespür auf sich hatte und warum ich es Humbug fand. Ja, also dass man da in der Instanz Items mit magischem Gespür anhaben musste, um halt eventuell besseren Loot zu bekommen oder halt auch jetzt hier so in der freien Wildbahn. Und das war sowas von bescheuert. Weil gerade halt in Instanzen, da hatte man irgendwie nach allem Möglichen dann gesucht, irgendwie eher Rüstung mit Zähigkeit oder sonst irgendwie was, um zumindest mal den Schaden da aus dem, ja, ein bisschen zu negieren. Aber wenn man dann halt tatsächlich irgendwie ein bisschen was Anständiges haben wollte, brauchte man dann doch irgendwie. Ja, Items mit magischem Gespür und dann hatte man dann irgendwie, ist man dann nur so halbherzig in so eine Instanz rein. Und das war sowas von blöd. Aber ich habe auch mit meinem Krieger, habe ich ja, eine reguläre Rüstung, mit der ich die ganze Zeit so unterwegs bin und ich habe halt eine Rüstung mit magischem Gespür gehabt. Da muss ich da gleich auch noch gucken und da. Ja, dann brauche ich die Rüstung gar nicht, weil die ist tendenziell schlechter. Also als das, was ich da sonst so anhabe. Kommen wir da pünktlich hin? Da sind wir natürlich wieder hier bei diesen Zentaurenangriffen. Ja, die machen halt die Stadttore hier zu. Ich weiß gar nicht, ob man so reinkommt. Jetzt muss man erstmal hier um das ganze Dorf eiern. Au. Au. Shit.
So, zack, auf geht's. Au. Nein! Ah. Habe ich meine tolle, tolles Schwert umsonst beschworen und werde hier noch in letzter Sekunde gekillt. Ach, verdammter. Verdammte Axt. Jetzt habe ich schon wieder hier durch, aber jetzt ist da wenigstens das Tor auf. Wenigstens etwas. Nur jetzt ist natürlich cool dann auf meinem Schwert. So, hier so ein Gastwirt. Ich glaube, das bringt auch nicht so viel, wenn man so ein Gastwirt hier wieder erweckt. Bringt dann. Ah, shit. Weg, 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 weg. Irgendwo in der Ecke. Weg, in der Ecke. Ah, verdammt. Ich werde euch finden. Wupp. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, geht down. So, wunderbar. Zwar auch alles gezündet, was wir hier an Möglichkeiten haben, ohne zu wissen, was wir hier alles machen. Deswegen muss man echt verdammt aufpassen. Ja, zumindest sind jetzt hier noch ein paar Leute. Wächter, das ist auch schon mal viel wert. Komm hier, erleuchte mich. So, mehr Pferdchen. Hm. Aber jetzt nicht da. Doch da. Komm her. Das Gesetz ist mit euch. Kommen die nächsten irgendwo da. Helf mir. Aufstehen.
Durchsuchen. Da hinten gibt's noch was. Gerade noch so die Meteoren rausgehauen. Wie versperrt. Was ist denn hier versperrt? Kann doch nicht angehen. Wir haben die Stadt gehalten. Die überlegen sich gut, ob sie wiederkommen. Soldaten, einmal alle durchzählen. Ja, von wegen. Sie werden wiederkommen. Okay. Ja, da gibt's noch. Gibt's noch was zum Gucken? Da müssen wir irgendwie hoch. Nee. Irgendwie von da hinten hoch. Okay. Muss es doch hier irgendwo einen Zugang geben, für da hochzukommen. Ja, hier. Dann einmal bitte hier hoch, junge Frau, und dann gucken wir mal, dass wir da denen aufs Dach steigen. Und ein bisschen die Aussicht genießen. So, nach so einem Kampf darf man das ja auch mal machen. Ich habe leider immer noch keine vernünftigen Dolche mehr gefunden. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch keine Lust jetzt unbedingt zwingend da irgendwas zu craften. So, verkauf mal den Schrott. Dann verkaufen wir das mal. Das. Speer brauchen wir auch nicht. Ach, das war ja das mit dem. Ja, mit der Rune. Mittel. Einen Zentaurenbeutel gefunden. Mit Blut drauf. Schlechter. Oh, was war drin? Pfeilspitzen, ein ganzer Haufen. Bright Focus. Ist besser, okay. Schwer. 8. Nö. Und das sind die Dolche, die ich habe. Dann lagern wir mal ein. Ah, ich habe keine Verwertungskits mehr. Sollten wir uns gerade welche kaufen und hier ein bisschen zerlegen. Fokus, Kettenpanzer, Stiefel, Schultern. So, die Dinger legen wir hier unten ab. Ja, 21 Präzision, das an 1% kritischer Schaden gegen 17 Kraft. Gegen Crawler. Ja. Also das Siegel ist für die Füße. War jetzt nur gegen Crawler, hilft mir das jetzt auch nichts. Wenn das irgendwie so ein allgemeines Teil wäre, würde ich ja nichts gegen sagen, aber so. So bringt mir das nichts. So, dann einmal bitte reparieren. Mein Bruder ist auch da draußen. Seraphenwächter. Gucken wir mal. Wollen wir die jetzt hier wiederbeleben, ob das was bringt? Ja. Balthasar, schenke euch Kraft. Ich hoffe nicht nur der. So. Ach, hier der.
Veteran ist auch nicht da. Die Feuer Balthasar. Doch, er ist da. Komm mal her, du. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Wir interessieren ihn anscheinend nicht allzu viel, oder doch? Jetzt schon. So. Schön im Kreis rumlaufen, immer im Kreis rumlaufen. Komm her. Blöde Portscapes. So. Hat aber nichts getroppt, der Olle. Okay, da haben wir noch eine Wegmarke. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Wo ist die? Da ist die. Gerade was da abgeht, aber soll mich jetzt gerade nicht stören. Ich denke mal, ich muss mal hier da irgendwie noch rein. Und dann muss ich hier weiter nach oben zu den ganzen Zentauren. Okidoki. So, da rein würde ich gerne, aber ich würde dann doch zuerst noch hier bei dem Herzchen gucken, ob der vielleicht noch was Schönes für uns hat. So, Tag. Können wir reden? Ja, aber Kraft und Heilung. Aber ist besser als nix. Zustandsschaden. Ich glaube, wir nehmen das mal. Jede Hand. 13 Kraft. Nee. Aber das Swappen gefällt mir eigentlich ganz gut. Also Deutsch mit Heilkraft, wenn da jetzt irgendwie noch was anderes drauf gewesen wäre, dann hätte ich mich da drauf eingelassen. Wenn da nur auch irgendwas drauf gewesen wäre, Heilkraft. Deswegen halt Kraft- und Zustandsschaden wäre nett. Ah. Ich glaube, das sollte, hätte ich besser hier zuerst das Katapult hier ausgeschaltet. Natürlich kommen da jetzt beide. Ich fühle mich gut. Weg. So.
mitnehmen. Dann gehen wir mal hier reingucken. Und gucken, was da guckt. So, zumindest sind wir jetzt mal dieses bescheuerte Katapult los. Oder auch nicht. Oh, brennen. Mit dem mal Feuer unterm Arsch. Was für ein Katapult kann reinschießen? Was ist das denn für ein Mist? Hier geblieben, du Fledermaus. Oh, ach Gott. Okay, dann machen wir das schon mal. Das ist ganz gut. Dann können wir hier auch wieder raus. Oder? Moment, lasst mich mal gucken. Jupp. Alles gut soweit. Gut, dann ab. Und weg. Ja. Hallo! Erde! Alles mal hier zudotten, bitte. Danke. Ah. Stirb. Gut, gut. So, dann Erz mitnehmen. Und dann die Folge beenden. Ich glaube, das klingt nach einem Plan, sofern jetzt hier nicht irgendwie die Hölle hinter dem Berg auf uns wartet. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, fupp. Und ja, wie gesagt, dann machen wir hier an der Stelle Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.